Die lang anhaltende Trockenperiode hat am Rhein zu einem extrem niedrigen Wasserstand geführt. Am berüchtigten Binger Loch zeigt der Fluss ganz besonders seine gefährlichen Stellen. Hier bleibt dem Schiffsverkehr nur eine schmale Fahrrinne noch. Der Vogelwelt dagegen bieten die nun freigelegten steinigen Ufer, Leitwerke und Krippen sowohl hervorragende Futterplätze als auch gute Rastmöglichkeiten. Ein Schwarm Stare hat sich das zu Nutzen gemacht und sucht, begleitet von einigen jungen und bereits erwachsenen Lachmöwen, eifrig die Steine nach Insekten und deren Larven ab. Während die jungen Lachmöwen nur einen dunklen Punkt hinter dem Auge tragen, haben die Erwachsenen bereits ihre dunklen Mützen aufgesetzt. Gefiederreinigung tut immer Not. Auf einer der freigelegten Steininseln haben sich Grau- und Nilgänse zur Ruhepause eingefunden.
mehr zur Flussmitte hin, dort, wo das Wasser sich rauschend durch eine Engstelle zwängt, haben sich Kormorane niedergelassen, wohl in der Hoffnung, hier im tieferen und sauerstoffreicheren Wasser größere Aussicht auf Beute zu haben.